Was eine geile Amateurfußballparty. Der Hand in Hand Cup 2022 in Tönnisberg, powered by sportwetten.de und pferdewetten.de. 24 Mannschaften haben um den Cup gekämpft, aber vielmehr ging es um Spenden für einen guten Zweck. Aber jetzt mal ganz von vorne. Ich war Trainer bei den Jungs von Kick and Quatsch. Los ging es zum Turnier mit dem Bus. Ganz ehrlich, mit der Karre bin ich schon auf meine erste Klassenfahrt gefahren. Aber gut, wir können los. Überlege, ob ich gleich wieder aussteige. Scheiße, sehe, ey. Fresse halten, los geht's. Also, ich wünsche euch viel Spaß, gute Besserung, auch beruflich. Und dann machen wir nachher Aufwärmen, wenn wir da sind. Geht doch. Was wären wir ohne unsere Freunde? Echt jetzt? Ich höre die komplette Fahrt, haben wir die Flippers oder was? Mag überhaupt gar keine Delfine. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, 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 ein Hoch auf unseren Bus. Der wird nachher, weißt du, ich singe hier alleine, versuche hier irgendwelche Scheiße und da macht keiner mit. Der wird nachher wie beim Spiel. Hier, guck dir mal die Sitze an. Der Designer von den Sitzen, ne, der hat in den 90er Jahren auch Bundesliga-Trikots kreiert. Guck mal hier, ich kann mich super bewegen. Ich bin schon heiß, richtig heiß. Lattenjuck, dich sehe ich in so Filmen wie Frau Wirtin bläst dich nur zum Zapfenstreich. Da bist du ganz weit vorne. Was ist das denn? Wildfänger. Oh. Ja komm, was soll das denn? Ich muss gleich auch mal. Denk dran, wer farbig pisst, fährt. Da sind sie. Die singenden Damenbinden, die Ultras. Jetzt machen die ein Foto vom Pokal und wollen so tun, als wäre es nachher entstanden. Aber die sind so hohl, die posten das bei Facebook nur mit Timecode, das sag ich dir. Champions League kann jeder, scheiß auf erste Liga, Handicap-Sieger, Kick-Ass. Zuhören! Um 11! Kevin, zuhören. 15 rein und nehme mir 30. Genau. Ich nehme mir mal 20 raus und lege gar nichts rein. Lattenjob, ganz nach hinten bitte. Das ist keine optische Aufwertung, wenn du in der ersten Reihe stehst. Seit 20 Jahren wird bei dem Charity-Event nun schon gefeiert. Insgesamt hat der Verein in den vergangenen Jahren eine sechsstellige Summe gesammelt für Kinderprojekte wie die Villa Sonnenschein. Und das alles ehrenamtlich unter der Leitung des Schirmherren Christoph Dellmanns, Bürgermeister der Stadt Kempen. So, und jetzt wieder rein da in das Fußballgetümmel. Abi 4, wann hast du ein Abi gemacht? Weil da hinten Abi draufsteht. 2002. 2002, heißt du wirklich Abi? Nee, Abraham. Ach, Abraham, aber die Abkürzung, ich habe gesagt, du hast so ein Abi-Motto-Shirt an, so sieht ein bisschen aus. Abi 4, da fehlt nur das Motto unten drunter. Ja, das stimmt. Das Motto ist viel spenden. SC Bayern 05 Uerdingen. Der Groti Fant hat aber auch schon mal bessere Zeiten gesehen, ne? Der Rüssel aber auch nur unten raus. Ja, ist ja eigentlich hier ein Amateurturnier für Amateurmannschaften. Aber ein paar Profis sind auch da. Oh, Philipp Lahm. Aber 170. Was habt ihr gespielt, die Ergebnisse bisher so? 4-0 und 5-0. Verloren. Mal geile Mucke. Alle! Was ist los? Sag mal, zu mir noch mal brüllen, ey. Ja, das ist aber noch tragende Rolle. Oder? Der FC Muskelfaserriss, das sehe ich jetzt schon. Stützstrümpfe oder Strapse ist hier noch die Frage. Geh da drauf jetzt! Ein bisschen wie das Wasser im Schwimmbad, ne? Gut geklärt. Der Schiri auch, ey. Der hat aber auch komplett einen Ball verschluckt. Guck dir das mal an, ey. Ersatzball immer dabei. Ne? Haben aber drei Beamte im Team, also verwalten können wir. Ja, das war er! Super! Komm runter! American Football, nächstes Spiel dann! Da hilft auch Anspritzen nichts. Haben wir auch hier, die haben die Wunderwaffe noch. Kevin de Bruyne kommt noch. Genau. Jetzt! Da ist das Ding! Geiler Typ, was ist denn hier los? Machst du die Bude oder was? Nee, wer war denn die Bude? Wer hat die Bude gemacht? Tiefe! Dodo, achten! Ich weiß noch nicht mal, wie die Bude gemacht hat. Alter. Jetzt haben wir ihn noch dabei hier. Ich glaube, ich klaue ihm das gleich und extra einfach und stelle ihm wieder drauf. Da merkt man auch nicht. Ganz ehrlich, wie kann man denn so doof sein? Echt, ganz ehrlich, wie kann man denn jetzt in 2 Minuten 2 Dinger da fangen? So was Döves, ey. Jetzt kann man hier schön 9 Meter schießen oder so eine Kacke im Viertelfinale. Ja.
Ja, und da ist die Scheiße. Wenn du dich am Ende selbst schlägst, die haben die da weggehört, ne? Ich meine, Durst ist schlimmer als ein Zweikampf, aber da war ja nur noch Durst am Ende. Ja, jetzt stehst du hier und bei mir ist es wie immer. Kein, gar nichts. Nichts geholt, Viertelfinale, also Hand in Hand Cup, toll. Und wir im Viertelfinale. Aber die Chance, Anima, nur den großen Titel zu gewinnen. Oh ja, beim nächsten Mal. So, pass auf, ist Ruhe. Ich hab euch vorhin gefilmt. So, Steffen Schein. Halt aber die Schnauze! Genau. Kannst du mal hier kurz ruhig sein? Ich muss dir was sagen. Könnt ihr mehr saufen? Seid ihr froh? So, pass auf. Wichtige Nachricht. Ich habe euch vorhin... Da müssen wir uns noch ein bisschen Geduld gegeben. Mann! Ich habe euch vorhin gefilmt. Alles besser im Griff. Viel besser. Bingo! Bingo! Wir haben auch auf der Kirmes gearbeitet. So, pass auf. Was seid ihr eigentlich alle döllig in den Bären oder was? Ich nehme mir gleich da oben das Mikro. Das ist zum Kotzen ist das. Wir haben den... So, jetzt, pass auf. Wichtige Nachricht. Ich habe euch vorhin gefilmt, als ihr die Flippers gesungen habt. Habt das bei Instagram gepostet, habt die Flippers verlinkt. Ihr seid jetzt alle offiziell in eine Flippers-Seite verlinkt. Die Flippers hat euch Flippers verlinkt.